it's more than you can see. Hallo, herzlich willkommen zu Markus Burkhardts Pflanzenporträt. Heute einer der absolut schönsten Frühlingsblüher unserer heimischen Natur, die stängellose Schlüsselblume. Für welche Tiere die gut ist, wer da alle davon profitiert, ob es vielleicht sogar eine Heilpflanze ist und wie einfach man die im Garten kultiviert, das kennt ihr jetzt alles hören. Ja, unsere Kissenprimmel, da kann man wirklich unsere sagen, weil sie ist eine wirklich heimische Pflanze, eine richtige Europäerin. Botanisch heißt es Primula vulgaris, früher Primula acaulis. Primula ist vom Lateinischen, kann man sagen, ist so eine Verniedlichung des Wortes prima. Das bezeichnet einfach nichts anderes, prima, die erste, weil sie einfach sehr, sehr früh blüht, gehört zu den Primelgewächsen und ist eigentlich mit den anderen Primelgewächsen optisch sehr ähnlich, nur was eben die Erdprimel, wie es der Name schon sagt, so auszeichnet, dass sie mehr oder weniger vom Erdboden ihre Blätter flach ausbreitet und die Blüten auch sehr, sehr erdnah liegen. Sie ist eigentlich, kann man auch sagen, die erste von unseren Gartenprimeln oder von unseren heimischen Wildprimeln. Also als erstes kommt die Erdprimel oder Kissenprimmel oder stängellose Schlüsselblume, finde ich auch sehr, sehr schön. Die ist als erstes dicht gefolgt, dann mehr oder weniger fast gleichzeitig von der hohen Schlüsselblume oder von der Waldschlüsselblume. Dann am spätesten ist eigentlich diese als Heilpflanze so bekannte Schlüsselblume, die echte Schlüsselblume. Die hat aber ganz einen anderen Standort, die mag es eher durchlässig trocken. Und unser Erdprimmel mag es ein bisschen feuchter vom Boden, aber das schauen wir uns nachher noch im Detail an. Man erkennt sehr, sehr gut, sie hat so ein typisch runzeliges Blatt, das ist eigentlich immer grün, also das bleibt über den Winter grün. Richtig fest an den Boden gepresst sind diese Blätter und dann kommen oft sehr, sehr zahlreich diese Blüten da raus und es ist wirklich auch ein schöner, ein richtiger Hingucker, nicht nur für uns Menschen, sondern auch für die Insekten, eine sehr, sehr hohe Lockwirkung. Und die Vorab eigentlich ist so, dass bei der wilden Art, also die tatsächlich ursprünglich wild auch bei uns wächst, ist, ja, würde ich mal sagen, ein Schwefelgelb. Ihr seht es aber in den Gärten oft eine Vielzahl von anderen Formen, zum Beispiel da in dem Garten sind sehr viel auch in Lila, dann gibt es auch in Rot. Das sind Zuchtformen von dieser heimischen Urform raus selektiert. Ist nicht weiter schlimm, sie verbreiten sich ja immer mehr im Garten und mischen dann die Farben auch oft durch. Aber die eigentliche, die wilde Form hat dieses fröhliche Gelb. Wenn hin und wieder die Sonne rauskommt, sieht man, wie wichtig die Primel, diese Blüten für unsere Insekten sind. Sie wird wirklich reich besucht. Es schwirrt die ganze Zeit um uns und sie ist deshalb auch so wertvoll, weil es eben eine der ersten Nektar- und Pollenquellen im Jahr ist. Also angefangen von Hummeln, die hören wir immer herumschwirren und sind suchen. Wollschweber, natürlich die Honigbienen, keine Frage. Wildbienen, vor allem die Frühlingspelzbiene, die mag diese Primeln besonders gern. Da habe ich eine sehr schön erwischt auf diesen Primeln. Die sammelt auch den Pollen für ihre Nachkommen. Das heißt, da wird Pollen eingetragen, dort wo das Nest ist, mit den Larven drinnen oder jetzt noch mit den Eiern. Und dann wird so eine Art Pollen-Nektarbrei gemacht. Sie sammelt nicht nur an der Stängellosen, an zahlreichen anderen, wie eben Lungenkraut ist jetzt auch sehr viel da. Und trägt diesen Pollen ein. Und je mehr wir natürlich dann haben von diesen Primeln, desto einfacher haben es unsere Insekten. Aber auch interessanterweise für Schmetterlinge. Es gibt ein paar Schmetterlingsarten, ich glaube es sind zwei oder drei, die Eier ablegen auf diesen Primeln und da entwickeln sie dann die Raupen und fressen das Laub. Also auch die Schmetterlinge haben da Freude damit. Und Käfer, es gibt einige Käferarten, die fressen ganz gern den Pollen. Aber eben hauptsächlich jetzt um die Zeit ist natürlich auch immer zum Beobachten, sind Bienen, Hummeln, Wollschweber. Da spürt sie richtig was ab. Die Blüten sind bestechend einfach, so fünfzählig. Und haben eine relativ lange Kronröhre. Das heißt, alle, die auf diesen Nektar begierig sind, wie im Hummeln zum Beispiel oder die Pelzbienen oder auch die Wollschweber,
die brauchen einen langen Rüssel und dann können sie da richtig schön runter. Und das kann man echt, wenn man sich die Zeit nimmt und sie vielleicht einmal am Boden setzt, kann man das super beobachten. Ja, Erzprimeln sind wirklich anspruchslos, nur sie schätzen einen Standort, der nicht ganz so sonnig ist. Deshalb ist es so ideal, wenn man so wie da unter Obstbäumen, unter einem alten Obstbaumhain, wäre das wirklich ein wunderbares Bild. Oder auch so wie da, wo sie sich seit Jahrzehnten ausbreiten können, schaut das einfach super aus. Vom Boden her ist es auch sehr tolerant. Sie mag durchaus auch einmal einen schwereren Boden, einen lehmigen Boden, wie es da jetzt der Fall ist. Es darf aber auch steiniger sein oder kiesig. Solange ein gewisser Nährstoffgehalt drinnen ist, also zu arme Böden, das mag sie nicht. Also es darf schon ein reicherer, ein guter Boden sein, der nicht zu sehr austrocknet. Das wäre für sie ganz ideal. Das Geniale an den Erdprimmeln ist ihre Verwilderungsfähigkeit. So sagt man dazu, wenn Pflanzen in der Lage sind, sich mit den Jahren selbst im Garten auszubreiten. Wobei selbst in dem Fall nicht ganz stimmt. Die Primel hat sich eine gute List einfallen lassen. Sie produziert Samen und an diesem Samenkorn ist so ein kleines Anhängsel, Elaiosom nennt man das in der Fachsprache. Das ist so fettzuckerhältig, so irgendwie kann man sich das vorstellen. Die nächste Hummel ist schon wieder da. Und auf das sind die Ameisen ganz heiß, weil das ist für sie eine nette, wertvolle Nascherei. Nur gibt es plötzlich sehr, sehr viele Samenkörner. Was macht man mit den ganzen Samenkörnern? Man sammelt sie, trägt sie in den Bau runter und dann montieren sie dieses Elaiosom runter, um es einzulagern. Nur die Samenkörner verbrauchen natürlich viel Platz und dann werden die rausgeschmissen wieder aus dem Bau. Und so verbreiten sie mit den Jahren diese Primeln über den ganzen Garten, kann man sagen, wenn man eher nur Zeit lässt. Und das, was auch noch genial ist an diesen Primeln, es ist eine der wenigen Pflanzen, die auch gut funktioniert in gemähten Flächen. Sogar zum Teil gar nicht hinderlich, weil wenn oft sehr, sehr immergrüne oder dichte Gräser vorhanden sind, dann unterdrücken die zum Teil das Wachstum von solchen Pflanzen. Und wenn aber regelmäßig, und da wird regelmäßig gemäht, jetzt vielleicht nicht dauernd, nicht ständig, da darf es schon eine Ruhe auch haben, aber es wird im Sommer einige Male gemäht und da breiten sich diese Primeln über die Jahre immer mehr aus. Und ein kleiner Vermehrungstipp, wenn Sie solche Primeln schon im Garten habt und die beginnen schon zu verwildern, dann wäre das natürlich ein super Geschenk. Man kann die nämlich wirklich ganz, ganz leicht ausstechen. Einfach so eine, sie haben so relativ kleine, bodennahe Wurzeln. So ein bisschen so ein verdickter Wurzelstock. Viel mehr ist es nicht. Man sieht das da, glaube ich, ganz gut. Und so kann man sie da, weil da sind wirklich Hunderte, wenn nicht Tausende, kann man ja da einfach jedes Jahr ein paar rausstechen und in einen anderen Bereich im Garten oder mal ein schönes Mitbringsel für Freunde zum Kaffee. Die schlängellosen Schlüsselblumen, das ist vielleicht nicht so bekannt, aber die sind auch Heilpflanzen oder Nahrungspflanzen. Ich glaube, sehr gut bekannt sind ja die echten Schlüsselblumen, wo man diese Blüten dann trocknet zum Beispiel und meistens zu einem Hustentee, also immer, wenn man mit den Halsbeschwerden hat, weil in diesen Blüten oder in der Pflanze ist ein hoher Gehalt an Seifenstoffen enthalten, aber auch Vitamin C. Also man kann durchaus, vielleicht ist sie ein bisschen milder von den Inhaltsstoffen oder hat es nicht so konzentriert, aber man kann das durchaus in eine Teemischung reingeben oder einfach der Optik wegen diese wunderbaren Blüten reinmischen in den Tee, macht man sicher nichts falsch. Ist auch ein angenehmer Geschmack, es hat einen leichten Duft, also man könnte mir auch gut vorstellen, dass man vielleicht auf ein Brot raufstreuselt oder vielleicht einmal zu einem Salat dazu, zu einem Wildpflanzensalat wäre es ganz lieb. Also ihr könnt es durchaus auch für euch selbst nutzen und das finde ich auch so schön, wenn man wirklich eine große Menge hat im Garten, dann kann man da ohne weiteres wirklich auch was pflücken von denen oder mal, wäre auch lieb, in eine ganz eine kleine entzückende Vase reingeben. Ja, ich freue mich immer, wenn die stängellosen Schlüsselblumen dann richtig in Massen da sind, weil dann weiß man, jetzt ist es früher, auf sie ist Verlass, sie ist super unkompliziert, man kann es wirklich einfachst im Garten verwenden. Sie breitet sich selbst aus, ohne dass man was dazu machen muss. Sie kehrt eigentlich für mich so typisch in das Bild mit den Obstbäumen zusammen. Also extrem wertvoll für Insekten. Wir können es nutzen. Was wollen wir mehr von einer wunderbaren heimischen Wildpflanze?